Mom uns verließ, gab es nur noch mich und Charlie. Er sagte, danach fing es an, so richtig schief zu laufen. Geht man nicht in die Nervenklinik, damit es einem danach besser geht? Was ist los, Charlie? Warum sagst du nicht mal Dad zu mir? Ich meine, wie alt bist du jetzt? 18? Ich werde 17 in 3 Wochen. Du wirst erst 17? Das muss ich mir aufschreiben. 1651. Padre Torres Expedition hatte einen geheimen Vorrat an Golddublonen. Wir müssen uns nur an das Tagebuch halten, denn es führt uns direkt zum Schatz. Ist das dein Ernst? Charlie, was machst du da? Wir machen doch nichts Illegales. Das Land gehört allen. Sir, ich muss Sie auffordern zu gehen. Ich bitte vielmals um Verzeihung. Hast du gerade der Polizistin unsere Nummer gegeben? Ich hoffe, sie ruft an. Sie ist ein Prachtbein. Eltern sind uns gegenüber im Vorteil. Das ist mein Baby. Wir sollen an sie glauben. Warte mal, da unten ist der Laden. Das ist es. Dublonen, vor 300 Jahren verloren gegangen, befinden sich jetzt unter einem Supermarkt? So sollte es wohl nicht sein. Sie liegen nur 6 Fuß unter der Erde. Hast du sie nicht alle? Denk drüber nach. Katastrophen ergeben Möglichkeiten. Pepper hat mal für eine Alarmanlagenfirma gearbeitet. War das vor oder nach seiner Zeit im Knast? Vorher. Miranda, hast du deinen Badeanzug mit? Warum? Whirlpool. Das sind Swinger. Oh, das ist ja widerlich. Ich krieg ein echt gutes Gefühl hier. Der Laden ist klasse. Hier gibt's alles. Wer möchte nicht an vergrabene Schätze glauben? Das habe ich vom spanischen Finanzministerium. Wie kommt man in der Anstalt an solche Aufzeichnungen ran? Internet.